In dieser Videoreihe möchte ich mal verschiedene Kaffeezubereitungsarten vorstellen. Als erstes fangen wir mit dem Handfilter an. Ich will aber auch noch ein paar Informationen vorweg schicken. Guter Kaffee hängt von verschiedenen Faktoren ab. Die Zubereitungsart ist nur eine davon. Man bekommt nicht mit einer Zubereitungsart per se den besten Kaffee. Vielmehr habe ich die Erfahrung gemacht, dass es auf den Mahlgrad und die Bohne ankommt. Wenn ihr jetzt also im Supermarkt Kaffee kauft, dann werdet ihr vermutlich immer schlechten Kaffee bekommen oder müsst halt viel Geld ausgeben, um guten zu bekommen. Und viel Geld muss man für guten Kaffee sowieso immer ausgeben. Ich habe jetzt meinen bei der Berliner Kaffeerösterei gekauft. Das ist eine kleine Rösterei, die rösten noch im Trommelröstverfahren. Bis zu 20 Minuten rösten die die Bohnen. Industriekaffee wird deutlich kürzer geröstet, wird bei höheren Temperaturen geröstet. Das heißt, da bleiben mehr Säuren drin und der Kaffee ist insgesamt unverträglicher. Zudem bekommt ihr im Supermarkt oft nicht die unterschiedlichen Mahlgrade. Ich will euch mal die unterschiedlichen Mahlgrade hier auf der Packung zeigen. Also da gibt es wirklich eine ganze Menge unterschiedlicher Mahlarten. Der ist jetzt für die französische Presse gemahlen, die steht hier hinten. Und hier habe ich nochmal einen, der ist für den Handfilter gemahlen. So, und das ist ja auch das, um was es gehen soll, um Handfilterkaffee. Ich habe mir jetzt hier einen Filter gekauft. Das ist ein Tassenfilter, also der reicht für eine Tasse. Der hat nochmal die 100er Filter von Melitta. Ich habe jetzt die 101er genommen, habe mir die einfach zurechtgeschnitten. Kann man oben einfach abschneiden und die sind günstiger als die 100er Filter. So, was mache ich also? Ich falte mir den so, da passt der hier besser rein. So, und setze den hier ein. Was man als nächstes machen sollte, naja, Wasser kochen. So, mein Wasser kocht jetzt und ich habe noch keinen Kaffee drin, wie ihr seht. Trotzdem schütte ich jetzt einfach mal heißes Wasser durch den Filter. Das mache ich aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, dass der Papiergeschmack aus dem Filter rausgeht. Der wird jetzt vom Wasser aufgesogen. Und der zweite Grund ist, dass ich jetzt schon mal die Tasse vorgeheizt habe und der Kaffee nachher schön warm bleibt in der Tasse. Das Wasser, das ich jetzt hier benutzt habe, das kann ich einfach wegschütten. Das nächste, was ich brauche, um Kaffee zu bereiten, ist tatsächlich so eine Küchenwaage. Die schalte ich jetzt hier ein, die stellt sich dann automatisch auf Null, obwohl schon was draufsteht. Und ich habe hier mal so ein Heft von der Berliner Kaffeerösterei bekommen. Da steht dann drin, welche Zubereitungsart, wie viel Kaffee gebraucht wird. Ich schlage mal die Seite hier mit dem Handfilter auf. Und da steht drin, auf 200 Milliliter sollte man 12 Gramm Kaffee nehmen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man sich daran hält, fährt man ganz gut. Man kann natürlich variieren, mal mehr, mal weniger nehmen. Aber man muss halt bedenken, wenn man bei so einer kleinen Kaffeemenge schon anfängt abzuweichen, da ist halt ein Gramm, kann dann schon 10% unterschiedlichen Geschmack ausmachen. Ich löffel den jetzt mal hier rein. Das ist jetzt übrigens der portugiesische Espresso dunkel und der ist auch für einen Handfilter entsprechend gemahlen. Jetzt habe ich die 12 Gramm erreicht. Ich habe das jetzt hier so, ich schüttel das hier noch platt. Nun koche ich mein Wasser nochmal auf, dass ich es auch schön warm habe. Und ich benutze gerne so eine kleine Kanne, da kann man präzise den Kaffee dann dosieren. Ich stelle jetzt wieder die Waage auf Null. Und wir erinnern uns, dass 200 Milliliter angesagt waren. Aber als erstes fange ich erstmal an, diesen Kaffeesatz, der jetzt da drin ist, oder dieses Kaffeemehl, einmal vollzusaugen mit Wasser. Und das lasse ich jetzt so 30 Sekunden stehen. Sind die 30 Sekunden um, kann ich anfangen, hier mit Kaffee aufzufüllen. Umso voller ich jetzt den Filter mache, umso mit mehr Druck geht das da durch. Also es geht schneller durch und die Kaffeearomen werden weniger aufgesogen. Ich kann also damit beeinflussen, wie stark der Kaffee wird. Wenn ich immer nur ein ganz bisschen unten rein lasse, ein bisschen Wasser und das durchtropfen lasse, das braucht sehr lange, zieht aber den ganzen Kaffeegeschmack auf und der Kaffee wird dementsprechend stärker. Aber da das eine Espressobohne ist, die ist ohnehin schon sehr stark, mache ich das immer voll. Lass das aber auch komplett durchlaufen dann, also schütte jetzt nicht nach, weil jetzt in dem Moment kann er natürlich schön die Kaffeearomen aufziehen und durchlaufen. Wenn er dann fertig durchgelaufen ist, dann setze ich einfach das Befüllen mit Wasser fort. Habt ihr immer unten die Zahl im Blick, bis 200 werden wir gehen. Und jetzt kommen die letzten 27 Gramm oder Milliliter. Jetzt haben wir uns ungefähr genau an die Anleitung gehalten. So, das war's jetzt. Hat natürlich länger gedauert. Jetzt ist alles bereit für den Kaffeegenuss.